Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von timetodo.ch. Heilen ist eine Geschichte, die sehr breit diskutiert wird über Jahrzehnte. Irgendwann ist aufgekommen, dass der Mensch selbst Heilungskräfte hat, also er von außen gar nicht geheilt wird, sondern von außen Informationen uns übermittelt werden, die dann der Mensch selbst umsetzt und seinen eigenen Körper anregt. Irgendwann haben wir was gehört von geistigem Heilen, wir haben gehört von Aurachirurgie und ähnlichen Dingen, die sich nicht auf der grobstofflichen, sondern auf der feinstofflichen Ebene bewegen. Und wir haben in unserem Kopf immer so kritische Betrachtungsweisen, ob das funktionieren kann und wie das geht und ob das überhaupt geht oder ob das Scharlatanerie ist. Da schauen wir natürlich öfter hin und der heute im Studio ist, war schon öfter bei mir. Wir haben ihn begleitet und was sensationell ist, wie er arbeitet. Und heute haben wir ein Beispiel da. Herzlich willkommen im Studio Bernhard Regner. Herzlich willkommen im Studio Gerda Eichholzer. Hallo. Bernhard, ich fange mit dir gerade an. Dir eilt dein Ruf als der Heiler mit dem Röntgenblick voraus. Wir haben 3 Sendungen schon produziert, wo wir über deine Arbeit gesprochen haben, wie du es machst, wo uns Leute auch berichtet haben. Aber jetzt gibt es einen ganz interessanten Fall und da wollten wir nochmal sprechen. Vielleicht für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen, erkläre mal kurz, was du machst, wie deine Arbeit vonstatten geht, wie du mit den Menschen agierst. Ich denke, wichtig ist es immer zu sagen, also ich habe viele Kontakte und ich habe viele Heilanfragen und in unterschiedlichsten Qualitäten von den Leuten, die auf mich zukommen, also wirklich bis zu schwerst chronischen Menschen in Lebenssituationen. Und ich sage es mal so, einer meiner Vorteile ist ja letztendlich, ich kann relativ schnell, manchmal auch sehr schnell überblicken, um was es direkt geht. Das heißt nicht, dass man es dann direkt wegkriegt, in die Heilung bringt. Ich unterscheide mittlerweile auch ganz klar und deutlich, was ich als Selbstheilung zum Beispiel bezeichne, wann Selbstheilung erst einmal nicht möglich ist, wann ich eine Information reingeben muss, dass eventuell Selbstheilung wieder möglich sein kann. Beziehungsweise, und da ist es auch ganz wichtig, wenn ich sagen darf, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal und Beispiele reingegeben, wie ich einfach arbeite. Also über meine Seite ist YouTube auch einfach zu finden, eine direkte Freischaltung, wo man einfach erkennen oder wo ich erkennen kann, ich nenne mich ja auch der hellsichtige Heiler mit dem Röntgenblick und viele sind ja in den Genuss gekommen und auf Deutsch gesagt, ich sehe sämtliche Zusammenhänge, wo die Störungen drin sind, egal wie schwer das die Störungen sind und ich arbeite daran. Das heißt, es geht, ich muss immer wieder dazu sagen, nicht bei einer Sitzung weg, gerade bei starken Störungen. Es dauert manchmal länger, beziehungsweise es kann auch über ein Jahr dauern. Und wir kommen aber tatsächlich meistens zu einem Ergebnis, wo derjenige weiterkommt, weil ich auch die Zusammenhänge erkenne und über den Geist ganz anders arbeiten kann als viele andere. Das heißt, deine, sag ich mal, ganzheitliche Methode beginnt, indem du durch deine Fähigkeit bedingt den Menschen wie scannst, also wie röntgenst, sag ich mal, um das verständlich zu machen. Dann erkennst du auf allen Ebenen, das heißt Körper, Geist und Seele, die Zusammenhänge. Du bist auch einer, der vertritt, dass es keine körperlichen Krankheiten gibt, sondern dass der Körper im Prinzip die Resonanz ist von unserem geistig-seelischen Zustand und dann in einen Zustand geht, wenn es in dir nicht stimmt. Verbessere mich, wenn ich was Falsches sage. Ich möchte dich auch gerne jetzt verbessern. Also deswegen, es kommen viele Leute, ich sage nicht Patienten dazu, weil ich sage mal viele Anfragen zu mir, die mir den Auftrag geben, also wo ganz schwierige Situationen mit einer Rolle gespielt haben. Und es steht ja bei mir auch auf der Seite, dass ich einfach mit Schwermetallen, mit Chemie umgehen kann, was ja vom Körper überhaupt nicht ausleitbar ist, zum Beispiel. Und da unterscheide ich nicht, und da möchte ich auch ganz klar sagen, ich unterscheide nicht zwischen chemischen Medikamenten und alternativ heilerischen Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmittel, weil beides kann fatal wirken auf den Körper. Es können Kreuzwirkungen entstehen. Wechselwirkungen, Oxidantien. Oxidantien, genau.
Und da ist es auch immer wieder wichtig, dass beides für mich gut und beides für mich nicht gut ist, wenn es nicht für den Körper eingestimmt ist. Da ist, glaube ich, die klassische Aussage, es muss immer im Verhältnis zum jeweiligen Körper stehen. Richtig. Und es heißt auch nicht, dass der Patient A oder Klient A die gleiche Medikamentation vertragen kann wie der Klient B oder C, weil jeder Körper individuell ist. Richtig. Und was halt wichtig ist, also und bei jedem Menschen, der zu mir kommt, es kommt ja ein Individuum zu mir. Und jedes Individuum hat unterschiedliche Zusammensetzungen, Funktionalitäten in sich, die ineinander anders reagieren als jetzt zum Beispiel bei Norbert Brackenwagen oder bei dir oder bei Bernhard Regner oder bei anderen Menschen. Und das muss ich erkennen können, wie die Störung aufgebaut ist. Also jeder Mensch hat seine eigene Körperintelligenz, die in der Zusammensetzung, in der Verträglichkeit anders begriffen werden muss. Und das ist teilweise für mich eine absolute Herausforderung, aber auch ein totaler Anreiz in diese Körperintelligenz, was auch eine Störung ist, eine Intelligenz. Und die muss man begreifen. Dieses Begreifen ist unglaublich wichtig, dass man den Menschen letztendlich dann aus der Dysfunktionalität wieder in eine Funktionalität und dann, wenn wir gut sind, in eine Selbstheilungsfunktion wiederbringen kann. Also idealerweise würde man ja immer in dem Beginn einer Diskrepanz im Körper, eigentlich müsste man ja erst zu dir gehen und müsste sagen, du Bernhard, schau mal, wo ist in meinem System da die Diskrepanz vorhanden, dass da was ins Ungleichgewicht gerät. Und dann wäre ja ideal. Und ich sage ja auch immer, es gibt bestimmt schulmedizinische Methoden, die sehr sinnvoll und gut sind und die man auch um Gottes Willen nicht drauf verzichten wollen. Aber wie gesagt, die Kombination macht's. Und oftmals könnte man in der Schulmedizin vieles sein lassen, was auf anderem Wege besser zu differenzieren, zu eruieren oder auch zu heilen wäre. Und ich muss auch immer dazu sagen, nicht nur in der Schulmedizin, sondern auch in der Alternativmedizin. Man muss genau hinschauen, ob das für den Menschen, der Hilfe benötigt, tatsächlich hilft oder bloß aufbewahrt. Gut formuliert. Ja, das ist so. Das heißt, oftmals werden Symptomatiken weggedrückt oder, wie es andere formulieren, in ein Schächtelchen verpackt und in den Keller gestellt. Absolut. Im menschlichen Körper jetzt betrachtet. Und irgendwann, wie sagen wir, kommen die Leichen aus dem Keller wieder hoch. Ja. Und das ist dann meistens Jahre später. Und meistens ist es dann so, dass dann der Effekt noch ein schlimmerer ist. Ja. Weil man hat ja nichts getan. Man hat es ja nur weggedrückt und versteckt. Mhm. Auch auf der psychischen Ebene, ganz schlimm solche Nummern, wenn es zu Traumatas kommt, wenn es zu Schocks kommt. Rausarbeiten und loslassen, das ist ganz wichtig und da bist du halt ein ganz toller Ansprechpartner. Und ich möchte ein Beispiel sagen und zwar, also gerade, ich bedanke mich wirklich bei dir, Gerda, dass du da bist, wirklich. Gerade das Thema Schmerz. Schmerz wird oft nicht als Schmerz empfunden, sondern als Störung. Weil Schmerz, der Körper kann den Schmerz so unterdrücken, dass es nur noch rausfunkt. Und diese Menschen, die in so Situationen sind, die werden dann psychosomatisiert. Ja, genau. Und dann geht es in die Psycho-Ecke rein und da gehören sie nicht rein. Ja. Und da kann ich dir alleine die Menschen, die ich jetzt in den letzten halben Jahr hatte, mindestens 20, 30 sagen, die in diesem Verhältnis sind. Und diese Kette, wo sie dann durchmachen, dass sie dann vielleicht zum Psychologen geschickt werden und dann wird das oder das gemeint aufzuarbeiten. Und da muss ich auch dazu sagen, dass viele in der Alternativebene die auch in die Psycho-Ecke schicken, wo sie nicht hingehören. Ein anderes Beispiel. Ich hatte jetzt vor kurzem eine Kundin, die hatte Pilze im Gehirn. Hoppla. Und das also ich ist kenne heftig. Pilze im Wald, aber ja, das im Gehirn genau. Unbedingt was Verstehst zu suchen das? Haben. Und die wurde psychosomatisiert. Da ist oft auch das Unverständnis da. Ja, es muss gesehen werden. Entschuldigung, ich bin jetzt leidenschaftlich. Es muss gesehen werden. Es geht nur, wenn man sieht und begreift. Und dann kann man drauf arbeiten. Und es geht halt meistens dann länger, bis man einfach zu einem Ergebnis kommt. Und da muss man auch vernetzt sein, dass man auch Leute kennt, die sagen, du, da bin ich gut. Dann muss das nicht nur der Regler machen, sondern dann können wir da ein bisschen aneinander arbeiten. Und dann kommt man tatsächlich auch weiter. Es geht auch um Vernetzung.
Da bin ich unglaublich. Also du propagierst auch die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen medizinischen Einrichtungen und Möglichkeiten, weil es hat dann das optimale Ergebnis. Das ist richtig. Und dann bin ich auch nicht dagegen, wenn zum Beispiel Chemotherapie gut eingesetzt wird oder die richtigen Nahrungsergänzungsmittel richtig eingesetzt werden. Wenn es im richtigen Maß gemacht wird und nicht einfach auf Schema F oder Körpergröße und Gewicht oder sonst irgendwas reingeflatscht wird, das geht nicht. Es muss besprochen werden. Es muss in die Kommunikation gebracht werden. Und es muss individuell werden. Und sehr individuell. Ja, man kann nicht einfach sagen, so, was haben Sie die Krankheit, also Schema F, batsch, 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 wird alle durchgeschleust. Ja. Ist es so. Vielleicht fragen wir jetzt einfach mal, Gerda, bevor du den Bernhard kennenlerntest, was war dein Problem? Mit welcher Problematik bist du dann in die Schulmedizin gegangen, zu Behandlungen? Was war ganz am Anfang? Ja, angefangen hat es damit, dass ich im Februar 2016 eine Lungenkrebsdiagnose bekommen habe, Adenokarzinom. Also warst du schwere Raucherin? Nein, ich habe mein Leben lang nie geraucht. Ups, ich dachte immer nur, man kriegt vom Rauchen Lungenkrebs. Nein, nichts, gar nichts. Also, aber in deiner Familie haben es viel geraucht? Mein Vater hat geraucht, aber ist lang her, ne? Ja, und ich kann das sagen. Aber eigentlich, ja, im Berufsleben natürlich schon auch. In der Werbebranche wurde viel geraucht. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, ich selber habe nie geraucht, ich habe nie getrunken. Ich habe eigentlich eher immer relativ gesund gelebt. Ja. Aber es war da. Es war nicht allzu schlimm. Es war zuerst die Diagnose eben ein Viertel Lunge weg. Und so bin ich dann in den OP gegangen. Ich war sehr froh, dass ich da eigentlich gute Ärzte gefunden gehabt habe. Mhm. Nur dann war es so, dass innerhalb, nach der Biopsie hat sich der Tumor gestreut. Biopsie heißt? Eine Biopsie heißt, man nimmt einen kleinen Teil raus, das geht ganz schnell, über den Mund geht das runter und untersucht das histologisch, damit man weiß, welche Art von Tumor das ist. Mhm. Und ich wusste das zwar, weil ich früher mal in der Klinik gearbeitet habe, aber ich habe es nicht angesprochen und dann ist während diesen 5 Tagen bis zur OP hat sich das so gestreut, dass die ganze rechte Lunge Tumorflecken hatte, kleine, winzige. Ach Gott. Und dann war es so, dass ich nach der OP aufgewacht bin und der Arzt zu mir gesagt hat, Mädel, tut mir leid, aber die halbe Lunge ist auch draußen. Aha, das war also der Überraschungseffekt. Das war der Überraschungseffekt. April, April, obwohl keine Viertellunge, sondern die Hälfte. Also, ich muss sagen, ich habe am Tag davor das Röntgenbild gesehen, das Neueste. Ja. Und nachdem ich selber lesen konnte, habe ich schon gesehen, was los ist. Also, ich habe es mehr oder weniger gewusst, aber es war halt dann so. Und dann wurde natürlich alles viel schwieriger. Es ist dann alles eigentlich gut verlaufen, rein von der OP her. Mhm. Nur ich kam nicht mehr zu Kräften. Also es war keine Energie da und natürlich auch immer zu wenig Luft. Und durch das Ganze ein neuer Herzfehler oder auch durch die OP, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall hatte ich vorher nie was beim Herzen. Und dann war es so, dass der Puls eben hochschnallt auf 120 oder so. Und der Im Ruhezustand. Im Ruhezustand am Anfang, ja. Ja. Und der Blutdruck bei mir war sehr nieder, war also 50 zu 70 oder zu 60 sogar manchmal. Ja. So in dem Dings. Und das war das Problem. Und dann hat man weder Kraft noch sonst was. Also ich habe mir das Bett ausgesucht in der Klinik zur Toilette, das am nächsten war, weil ich die 10 Schritte kaum geschafft habe. Nee. Ja. Also das heißt, vor der OP, muss man sagen, beruflich bist du Werbefotografin. Ja, ich war total gefordert, war komplett gesund. Und ich weiß, das ist eine Action-Kameras rumhängen, Taschen rumhängen, bergauf, bergunter. 150 Kilo Technik dabei, immer mit Assistenten oder zwei, je nachdem. Also somit warst du auch viel im Außen, an der frischen Luft. Außen, körperlich, Arbeit war dir auch nicht fremd, deine Muskeln waren trainiert und alles. Also wenn man in dem Job ist, ich kenne das ja ähnlich, dann ist da immer Action und so weiter. Also, und plötzlich hat man dir den Stecker rausgezogen. Also der war dir voll rausgezogen, voll. Und wie lange ist das jetzt her? Wann war das? Genau 3 Jahre. Vor 3 Jahren. Mhm. Das hat natürlich dann schwerwiegende Einschränkungen auch in deinem Leben bedeutet. Das heißt, beruflich konntest du nicht mehr. Beruflich war es vorbei.
Ja, weiterarbeiten. Ich meine, ich bin natürlich auch im Rentenalter, so ist es nicht. Ja, du hast dich gut gehalten. Der Volkshaftkanzler bei uns anfangen. Das wollte ich jetzt hören. Und dann war natürlich auch der Punkt da, dass die Lebensqualität große Einschränkungen. Also die Lebensqualität, die war wirklich weg. Gell? Also ich habe mich wirklich, sagen wir mal, ich war das erste halbe Jahr so weit, ich meine, ich habe immer Computer gearbeitet, gell? Ich war da nicht schlecht drauf. Ich konnte maximal eine Rechnung überweisen. Mehr Kraft war nicht da. Wahnsinn, das heißt auch Konzentrationsfähigkeit hat nachgelassen. Leistungsfähigkeit körperlich runtergefahren auf 5% oder so. Ja, so ungefähr. Auch geistige Leistungsfähigkeit auch das, ja. Sehr kurzfristig. Also mein 10 Minuten ist so eine Rechnung eigentlich überwiesen mit Einlogge und ja. Was weiß ich da alles. Also das war schon das höchste der Gefühle, 10 Minuten. Wahnsinn. Und wie war es so mit Ernährung? Ernährung, da hat mich eine Freundin begleitet, die hat mich vegan ernährt die erste Zeit. Hat mir, glaube ich, auch gut getan, jetzt bin ich es nicht mehr. Aber ja. Jetzt mache ich da mal einen Cut. Wir haben jetzt also alle gehört, wo das Problem lag mit diesem Tumor-Thema. Ich will mal zurück zum Bernhard kommen. Bernhard, wenn jetzt die Gerda in diesem Stadium, wo sie die Diagnose bekommen hat, dass da irgendwelche Tumore in der Lunge sind, dich konsultiert hätte. Das ist jetzt eine reine Hypothese. Wir wollen hier nicht irgendwo andere Diagnosen angreifen, sondern ich will einfach wissen, was wäre theoretisch möglich gewesen. Kann aber nicht heißen, dass es bei einem nächsten individuellen Fall so passieren würde. Wir haben ganz klar gesagt, der Mensch ist individuell. Ich will nur wissen, was hätte können der Bernhard tun? A, hättest du das erkannt? B, was wäre deine Vorgehensweise gewesen? Also grundsätzlich ist es so, und gerade bei dem Thema sage ich den Leuten immer ganz klar, also ich kann nicht zwischen gut und bösartig unterscheiden, was Tumore betrifft. Mhm. Ganz, ganz wichtig, das sage ich auch jedem einfach in meinen Sitzungen. Das heißt, ich schlage dann, also gerade in der Situation, also wo du damals warst, hätte ich dir vorgeschlagen, wir können eine Kombination machen, einfach in der gemeinsamen Arbeit, entweder mit dem Arzt, beziehungsweise was auch schon vorgefallen ist, dass einfach Leute dann nach meinen Sitzungen plötzlich, was das betrifft, weniger Flecken gehabt haben, also weniger Metastasen, ist alles schon vorgekommen, aber eben in der Kontrolle. Ich möchte die Kontrolle dann nicht rauslassen bei denen, die auch wirklich die Kontrolle nehmen müssen, weil es einfach ein schwieriges Thema ist, weil ich eben auch weiß, dass es nicht so passiert. Ja. Ich muss die Zusammenhänge erkennen und selbst da muss ich die Zusammenhänge über längere Zeit erkennen. Wir sind jetzt auch schon seit knapp einem Jahr zusammen, also machen die Arbeit miteinander. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, exzellente Zusammenhänge erkannt. Entschuldigung. Ja, genau. Okay, ich will noch mal dahin, dass ich sage, okay. Also was will ich den Menschen anraten? Ich sage, als sie aus der Klinik gekommen ist mit der Diagnose, und da geht es mir immer darum, das habe ich ja heute schon zu anderen Menschen gesagt, die mich immer wieder anfragen und sagen, Norbert, bei dir waren schon so viele Leute mit tollen Fähigkeiten, was soll ich denn tun? Dann sage ich, Vorsicht, ich bin Journalist, ich muss neutral bleiben. Richtig. Ich darf dir jetzt nicht sagen, geh zu dem oder geh zu dem. Aber ich möchte in solchen Sendungen auch herausarbeiten, dass man sich nach der Diagnose von der einen Seite vielleicht noch ein, zwei Alternativmeinungen einholt und vor allen Dingen dann auch, jetzt würde ich zu dir kommen und würde sagen, du Bernhard, schau, das ist die Diagnose, ich habe hier Tumore. Was würdest du empfehlen, wie wäre jetzt die richtige Vorgehensweise aus deiner Betrachtung? Genau. Das muss nicht allgemeingültige Wahrheit sein. Das ist richtig. Jeder Mensch hat seine Erfahrungen und ich kenne den Bernhard jetzt ein paar Jahre und ich sehe einfach auch in den Rückmeldungen der Menschen, die seine Hilfe gesucht haben, dass es da tolle Ergebnisse gegeben hat. Und nun hast du eben gesagt, die Zusammenarbeit wäre eigentlich das Ideale. Das wäre ideal. Dass du also mit deinen Fähigkeiten herangehst und sagst, ich schau mal, was da Sache ist und dann das wieder via dem medizinischen Gerät, Röntgengerät oder was da genommen wird, um dann wieder festzustellen, aha, wie hast du es gesehen, eingewirkt, hat sich was verändert. Genau. Weil ich sag mal, theoretisch hätte ja können sein, wenn du am Anfang gleich dabei gewesen wärst, dass diese
Streuungen auf der Lunge womöglich in den Griff zu kriegen gewesen sind und man hätte müssen dann doch nur ein Viertel entfernen. Richtig, theoretisch. Genau. Theoretisch, rein theoretisch, klar. Und da war mir das wichtig zu sagen, da wäre also der erste Schritt, dass man gemeinsam sich die Dinge anschaut und dann, weil ich erinnere mich immer, wo es gerade um Lunge geht, an diesen polnischen Professor da in Stettin, ich glaube Lubinski hieß er, der damals schon gesagt hat, Lungenkrebs braucht man gar nicht operieren, da gibt es ganz andere Methoden. Mhm. Dann haben die mit basischem Konzentrat auf Sprays gearbeitet und plötzlich hat sich das alles zurückgebildet und so weiter. Also es gibt tolle Möglichkeiten, man muss nicht immer gleich schneiden. Richtig. Diese Begleitung noch in einem anderen Punkt betrachtet, wenn du jetzt auch sagst, eine OP ist nicht auszuweichen, wenn das schon so weit fortgeschritten ist, manchmal geht es halt nicht anders. Dann habe ich auch schon Ergebnisse erhalten, wo die Menschen sagen, durch die Begleitung und dass du im Vorhinein mit ihr schon gearbeitet hast, war auch OP und die Heilung nach der OP viel schneller gegangen alles und viel komplikationsloser. Ist das so? Ja, absolut. Also da wäre es auch sinnvoll, diese Begleitung, Schulmediziner, Alternativmediziner, sage ich mal, es könnte ein Homöopath noch dabei sein und ein Geistheiler. Genau. Also im Team wäre viel schneller viel mehr zu erreichen. Genau, und wir hätten mit Sicherheit bestimmte Spitzen rausgenommen, also die dann leider gekommen sind in bestimmten Fällen, die das Leben einfach dann deutlich unerträglicher gemacht hätten. Und so ist es einfach weicher geworden, der Übergang. Und wie schon gesagt, ich habe noch andere Möglichkeiten einfach, die ich anbiete. Da gehen wir später noch drauf ein. Ja. Und alleine aber schon mal dieser Fakt, dass man einfach wirklich anstatt das hier, was dann vielleicht auch sich chronifiziert, in eine sanfte Hügelbewegung bringen kann und dann langsam ausgleitet in andere Möglichkeiten. Mhm. Und es gibt danach, wie schon gesagt, viele Möglichkeiten noch. Hattest du schon Fälle in deiner Praxis, wo du von Anfang an jemand begleiten konntest, der, was weiß ich, mit Tumoren und Metastasen da betroffen war? Gibt es da Erfahrungswerte von deiner Seite? Es gibt Erfahrungswerte. Ich habe keine Belege dafür, aber es gibt Erfahrungswerte und den Leuten ging es danach einfach schneller und deutlicher besser. Das wäre ja die Zielsetzung, dass es einfach dem Klienten, und ich weiß ja, welch großer Eingriff im Körper so eine Chemotherapie verursacht. Oh ja. Und wie gesagt, ich habe da immer recht negative Einstellung gehabt. Jetzt habe ich aber, es gibt anscheinend eine neuere Kombination von Chemotherapien. Mhm. Und da habe ich sogar jetzt positive Rückmeldungen, dass Menschen wirklich nur Chemotherapie brauchten und zack, war dieser Tumor oder diese Metastase oder was das war, war dann verschwunden. Also dieses auch da geht es punktuelle weiter. Einsetzen bei Chemo, das wäre eigentlich, glaube ich, auch ein interessantes Beispiel. Davon habe ich gehört und davon hast du ja auch gehört. Ja, in Innsbruck ist er war schon dran. Genau, und da bin ich ja dann auch hellhörig und nicht dieses breit reinfächern und dann alles voll und das macht dann ganz schlimme Sachen teilweise im Körper und aber da wirklich dieses Punktuelle. Da hat seine Berechtigung und auch seine Wirkung. Ne? Es hat aus meiner Sicht, also wo ich jetzt sage, da bin ich hellhörig und da werde ich mit Sicherheit Informationen kriegen. Ich bin ja auch breit vernetzt glücklicherweise mit meinen Möglichkeiten und bin dankbar, wenn ich Informationen kriege, auch vielleicht von Leuten, die das erfahren haben, wie es dann denen geht. Also das wäre auf jeden Fall, wenn ich das so sagen darf, in der Öffentlichkeit, einfach für mich als Bereicherung auch und wo wir auf jeden Fall weiterkommen. Gerda, als die OP dann vorbei war und du mit der Botschaft, nur noch eine halbe Lunge zu besitzen, dann leben musstest, hast du eben gesagt, du warst energetisch auf dem Boden. Das heißt, keine Kraft mehr, kein Antrieb mehr, alles fällt dir schwer. Wie lange hielt denn der Zustand an und was hat der Mediziner denn gesagt? Du hast dann 6 Wochen Zeit und dann kommt die Chemotherapie und dann noch die Bestrahlung. Und in den 6 Wochen habe ich mich eigentlich schon erholt, einigermaßen, aber natürlich nicht wie ein normaler Mensch. Ja. Nur dann kam die Chemotherapie und die war für mich ganz schrecklich. Also die hat mich so zusammengerissen, da bin ich dann wieder nur gekrochen. Gell? Und sie mussten mich immer 3 Tage in die Klinik tun, damit sie mir überhaupt reinleiten konnten, weil ich so schlecht war. Also aber der Zustand ist beim Herzen, hatte sich das wieder verbessert? Nee, das ist geblieben. Ich bin dann eben auf Herzmedikamente umgestiegen, das haben sie mir gegeben.
Also das heißt, es wurde danach eigentlich mit die Hoffnung von dir war, wenn die OP ist, ist das Thema durch. Es war nicht durch. Es war Gott sei Dank so, man konnte mich tumorfrei operieren. Also das war schon eine positive Leistung. Sehr schön. Ja. Und, aber das Herz ist schlechter geworden. Gab es noch andere Beschwerden, die da mitgekommen sind? Na, eben ist die Kraftlosigkeit und immer zu wenig Luft. Ich meine, das ist klar. Obwohl ich sage, wenn man noch die halbe Lunge noch hat, muss man wahrscheinlich sich erst ans Atmen neu gewöhnen, am neuen Umsetzen, wie das dann funktioniert. Und es muss ja auch dann schneller geatmet werden, nehme ich mal an, dass genügend Sauerstoff ins Blut kommt. Ja, das tut man ja. Und das regt natürlich auch das Herz wieder an, dass es noch schneller tut. Ja, und das Ganze beißt sich, die Katze beißt sich in den Schwanz, sage ich immer. Also, dann, ich sehe, unsere Sendezeit für die erste Hälfte geht dem Ende entgegen. Wir fassen mal zusammen. Nach der OP kamen diese Herzthematiken dazu. Nach der OP, 6 Wochen später, begann eine Chemotherapie, die dich wieder auf die Nase gelegt hat. Und also die Lebensqualität und Lebensfreude, glaube ich, hatte sich dann reduziert auf einen einstelligen Prozentsatz. Ja, die habe ich jetzt erst seit 2 Wochen wieder, so circa. Das war ein toller Übergang und wie das passiert ist, wie du die wieder zurückgewinnen konntest und was die Möglichkeiten waren, die der Bernhard einsetzen konnte, liebe Zuschauer, das erfahren Sie gleich nach der Werbepause und dann werden wir noch darauf eingehen, was möglich war über Fernbehandlung und wie lange jetzt die Gerda den Bernhard persönlich kennt. Bis gleich nach der Werbung. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, meine Lieben, wir sind wieder zurück nach der kurzen Unterbrechung. Bei mir heute im Studio der Heiler mit dem Röntgenblick, Bernhard Regner und eine Klientin, die ihn aufgesucht hatte aus einer schwierigen Thematik heraus, die Gerda Eichholzer. Gerda, vor der Pause waren wir bei dem Punkt, also OP war gelaufen, 6 Wochen hast du dich wieder einigermaßen versucht aufzustellen, dann Chemo, hat es dich wieder niedergelegt. Wie lange war die Chemo? Ich habe gehabt 6 Zyklen, 6 Wochen. 6 Wochen lang. Wie war dann dein Zustand? Schlimmer denn je. Schlimmer denn je? Ja. Man erwartet ja eigentlich, dass es dann besser wird irgendwann. Nein, ich habe die einfach nicht vertragen. Es hat der Onkologe zu mir gesagt, wir waren froh, dass wir die überhaupt durchgebracht haben. Also das war für alle sehr schwierig. Obwohl ja eigentlich mit der heutigen Erfahrung auch auf Lungen-OPs, ich habe glaube ich vor kurzem schon mal irgendwo gehört, man kann sogar Lunge austauschen, ne? Scheint auch schon zu gehen. Ja, gibt schon länger. Aber es gibt Menschen, die vertragen das ganz anders, ich weiß auch nicht. Es ist so. Die haben vielleicht eine andere Konstellation, dann mögen die Chemie, ne? Bei mir geht es nicht so. Ich habe jetzt eine gute Bekannte, die hat jetzt 4 so Zyklen hinter sich und die lebt ganz normal, ohne Kraftverlust, ohne alles. Bestätigt genau das, was der Bernhard vorhin gesagt hat. Ja. Alle Menschen sind Individuen, bei jedem ist es ein bisschen anders. Und da war es so. Dieser kraftlose Zustand war natürlich keiner, der dir gefallen hat und den du beibehalten wolltest. Wie bist du denn dann auf den Bernhard gekommen? Naja, ich habe der Schulmedizin 2 Jahre Zeit gegeben. Ich habe mich ja selber sehr bemüht, alles zu tun, auch so gut wie es gegangen ist, zu gehen und solche Sachen zu machen. Aber es war so, dass ich im Monat vielleicht 4, 5 einigermaßen akzeptable Tage hatte und der Rest war einfach kraftlos und ohne Energie. Das heißt, du sitzt dann die ganze Zeit rum liegst rum oder schläfst ein oder alles ist anstrengend. So. Das heißt, rausgehen ist nicht mehr möglich, Kommunikation. Es ist schon bedingt möglich, aber es ist wahnsinnig anstrengend. Und dann habe ich, nachdem ich in meinem Leben einige Heiler kennengelernt habe, war zwar nicht krank, aber ich habe die kennengelernt, beruflich oder auch so, habe ich gewusst, es gibt noch was. Und dann habe ich
Time to Do geschaut, viele, viele Filme, viele, viele Nächte. Und also war ich lange bei dir. Ja, natürlich. Und dann habe ich mir die ganzen Heiler angeschaut und bin eben beim Bernhard hängen geblieben. Dann habe ich gedacht, jetzt rufe ihn an. Dann haben wir das gut überlegt, habe ihn angerufen. Und das Erste, was er gesagt hat, bitte sag nichts, dir fehlt die rechte Lunge. Stopp. Bernhard, das war wieder ein klassischer Bernhard, wie ich das so kenne und auch schon von anderen Klienten gehört habe. Da ist deine Fähigkeit wieder zum Ausdruck gekommen. Ja. Das heißt, als du den Kontakt hattest zur Gerda, konntest du über deine Fähigkeit erkennen, Moment mal, da fehlt ein Stück. Und zwar, um genau zu sein, ein Stück Lunge. Ja. Mal grundsätzlich, was bedeutet das, wenn mir die Hälfte Lunge fehlt? Ja gut, grundsätzlich erst einmal natürlich die Hälfte von der Atmung und die Hälfte von der Leistungsfähigkeit, weil das ist ein zentraler Ort im Körper. Es ist was anderes, also korrigier mich bitte, aber wenn jemand nur eine Niere hat, funktioniert der Körper immer nur besser als mit einer halben Lunge. Mhm. Selbst wenn die Hälfte von der Schilddrüse draußen ist, funktioniert der Körper anders als jetzt mit einer halben Lunge, weil es einfach hier auch ein zentraler Ort ist. Da kommen wir auch später noch drauf zu, was eigentlich jetzt das auch dazu gebracht hat, also dass dieses mit dem Energieverlust, wenn dir da was fehlt, also die Lunge oder ein Stück Darm draußen ist, ist anders, als wenn da was fehlt. Das ist, glaube ich, so ein ganz entscheidender Teil, weil Sauerstoff ist ja die Basis unseres Lebens und die Lunge ist ja der im Prinzip den aus der Luft extrahiert und dann über Lungenbläschen oder was weiß ich umgesetzt wird und übers Herz dann wieder im ganzen Körper verteilt. Genau. Und wenn nur die Hälfte aufgenommen werden kann, klar, dann wird auch nur die Hälfte versorgt. Ja. Logisch. Ja. Und du musst schneller atmen, ja automatisch, Herz muss schneller pumpen, um das wieder alles auszugleichen. Ja. Der erste Kontakt, was war dein Eindruck denn, als die Gerda dich anrief, du das Problem erkannt hattest? Hast du da auch noch mehr Informationen gekriegt, was da zu tun ist? Also es läuft ja bei mir meistens so ab, dass wir dann auch viel miteinander reden und gerade jetzt in deinem Fall war es ja so, dass ich ja gleich angefangen habe, so standardmäßig informell die Lunge zu materialisieren, die neue. Jetzt langsam. Wie die neue Lunge zu materialisieren? Es ist so, ich muss den Menschen immer wieder auch erzählen und das ist wichtig. Also dadurch, dass ich ja die Welt so wahrnehme, wie ich sie wahrnehme. Und meine Welt ist ja letztendlich natürlich auch stofflich, aber letztendlich auch eben in diesem metaphysischen Bereich, in diesem nichtstofflichen Bereich so ausgeprägt, dass ich mir ja natürlich über Jahre und Jahrzehnte, weil ich ja immer wieder einfach Menschen habe in deiner Situation überlegt habe, ja, wie macht man was? Also wie kommt man da weiter oder wie kriegt man Reaktionen rein? Und meine erste Reaktion war halt einfach, dass ich gesagt habe, ja, dann machen wir dir eine neue Lunge rein. Und das hat dann interessanterweise dann auch zumindest kurzfristig reagiert, dass auf einmal so eine Erfahrung da war. Tieferes Atmen? Nee, das ging immer. Also wenn ich mit ihm telefoniert habe, war ich sofort relaxed. Es ist alles gegangen. Ich konnte atmen, es war eine Entspannung schlechthin. Schön, das ist ja erst schon mal schön. Ich sage immer, was willst du einem erzählen, der starke Migräne hat, wie er das in den Griff kriegt? Erst nimm ihm mal den Schmerz, dann hört er dir auch zu. Genau. Und gleiche Nummer war da. Letztendlich hast du genau erkannt, wo das Problem liegt und erst mal den Hauptpunkt letztendlich behandelt, in Anführungszeichen. In Anführungsstrichen, genau. Ja. Also mir war es wichtig erst einmal und da war ich unglaublich froh, weil es gibt auch, ich sage jetzt mal, einen Teil meiner Kunden, wo sich erst nach 2-3 Sitzungen eine Reaktion tut, weil da müsste man eine eigene Sendung machen, wann überhaupt Reaktionen passieren, wann Selbstheilung passiert. Wäre mal gut, wenn wir uns da mal treffen würden, da kriegen wir eine ganze Sendung zusammen, mindestens eine. Ja, ja. Und da war es halt unglaublich toll und schön für beide, dass wir halt gleich so eine Reaktion reingekriegt haben und dass wir dann einfach dann auch weitergemacht haben. Nach ein paar Tagen war das ja, glaube ich, danach wieder weg. Das ging immer so. Also wir kennen uns jetzt ein Jahr telefonisch und es war immer nach ein paar Tagen wieder weg. Ja, genau. Es ist vielleicht ein bisschen geblieben, also etwas besser ist es schon geworden, aber es ging immer wieder weg und dann habe ich fast resigniert. Genau. Also ich habe das eben richtig gehört.
Ihr habt euch die erste Zeit kein einziges Mal gesehen? Nein, wir haben erst gestern Abend uns gesehen. Das erste Mal haben wir uns gesehen gestern. Nach einem Jahr jetzt. Sonst bloß über Telefon und dann eben, wie schon gesagt, die reine Fernarbeit, die dann ab Oktober direkt und wirklich tagelang voll Stoff eingesetzt habe, seitdem, wo ich dann erkannt habe, um was es geht. Also ich muss es erkennen können. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie so heile, sondern ich muss den Sinn und die Information erkennen und das System erkennen von den Menschen, dass sie einfach also die Störung eventuell wegkriegen und das haben wir dann im Prinzip geschafft. Dann kann ich auch Vollstoff arbeiten. Dann ist es aber auch für mich so, dass es dann, und das mag ich nicht, dass man das als Wunderheilung sieht, sondern ich muss es erkennen können und ich muss es dann in meine eigene Logik, also auch in die Logik dann für die Allgemeinheit, soweit wie dann möglich, einfach dann begrifflich rüberkriegen. Und dann kriegen wir aber auch ein System hin, wie das System selber funktioniert, was dann aber auch die Störung dann für mich schneller wegkriegt, wo man die schneller wegkriegt. Also was mir jetzt ganz toll gefällt, das erste Mal jetzt, glaube ich, in einer Sendung, wo es so ist, dass jemand, wie gesagt, ein Jahr über sogenannte Fernbehandlung, ich glaube, so kann man das nennen, behandelt wurde und es funktioniert hat, es gespürt wurde. Wir haben zwar, kommen gleich nochmal auf den Punkt, warum das nach kurzer Zeit wieder weg war, aber das war bisher ja immer ein Punkt, wo die Zuschauer auch sagen, oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob da nicht irgendwie Scharlatanerie ist. Jetzt, wie soll das gehen? Früher hat der Arzt mich persönlich und da auf der Liege drauf und was weiß ich, was man mal alles gemacht hat. Und heute wollte er aber plötzlich erzählen, ich brauche überhaupt nicht mehr kommen, das geht alles einfach so. Haben viele Menschen Mühe damit, es anzunehmen und zu verstehen. Aber auch da, liebe Zuschauer, sind wir Lehrlinge der neuen Zeit. Das heißt, wir müssen uns mit dem Thema Schwingung oder müssen, sollten, können, wollen, dürfen uns mit dem Thema Schwingung und Frequenz immer mehr auseinandersetzen, weil das ist die Basis allem, was ist. Verstehen wir noch nicht so ganz, weil man natürlich uns 2000 Jahre ins Außen erzogen hat. Wir wissen, mit Holz, Stahl, Stein und was weiß ich allem umzugehen. Aber wir kennen im feinstofflichen Bereich noch ganz, ganz wenige Dinge. Und das ist jetzt einfach ein Thema der neuen Zeit. Und dass es geht, wissen wir. Sie haben im Fernsehen oftmals Hypnose-Dinge gesehen. Sie haben gesehen, wenn sich einer auf der einen Seite auf eine Farbe konzentriert, kann der im anderen Zimmer die Farbe erkennen. Solche Dinge hat man im Fernsehen schon gesehen, das kennt man. Aber wenn das möglich ist, liebe Zuschauer, ist auch alles andere möglich. Das Geistige ist ja nicht nur reserviert für Farben zu übermitteln, sondern alles kann man übermitteln. Und jetzt ist noch eine entscheidende Frage, Bernhard. Muss dein Klient dran glauben? Nein. Das war ganz eine wichtige Geschichte, weil viele verwechseln das dann wieder mit Glaubensprinzipien und bringen das dann irgendwo in die Kirche mit hinein. Da gehört das gar nicht hin, hat damit auch gar nichts zu tun. Richtig. Jetzt frage ich dich etwas, Gerda. Als der Bernhard damit angefangen hat, über die Ferne Informationen an deinen Körper zu übertragen, hast du das gespürt? Hast du körperlich etwas gespürt während der Behandlung? Ja, ich meine, er braucht 2-3 Minuten. Dann bin ich relaxed, dann geht die Atmung ganz normal und ich fühle mich einfach wohl. Also du merkst ja, eine körperliche Reaktion, sobald der Bernhard zu arbeiten anfängt. Ja. Und wie war es jetzt für dich, Bernhard, wenn dir die Gerda sagt, du, halbe Lunge weg, Herzproblem, da klappt es nicht, da, das und das. Das ist ja ein Monsterprogramm. Also, ein Monster-Programm. Weil letztendlich durch so eine Geschichte, ich möchte es mal ganz klar formulieren, läuft sie ja immer so mit einem Fuß am Rand vom Tod lang, weil wenn die Lunge nicht mehr atmen kann oder Sauerstoff ausnehmen, ist Feierabend. Also wir hatten ja das Glück und da zoll ich dir, Gerda, also wirklich absoluten Respekt, dass du wirklich jemand bist, der nicht in Depressionen abrutscht oder in Panikattacken. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenvorteil. Also so konnten wir uns wirklich Zeit nehmen. Ich kenne auch diese Seite, also wo es dann schwieriger wird, wo dann über Depressionen oder was man als Depression bezeichnet, Gegenreaktionen dann kommen. Angstzustände dazukommen. Richtig, und alles so wo dann alles dann dementsprechend verdämonisiert wird. Und das macht die Sache dann auch, egal für wem, einfach schwieriger. Egal, ob du dann Schulmediziner bist oder Alternativmediziner oder Heiler. Und so konnten wir uns einfach Zeit nehmen und wir haben die Zeit dazu gebraucht, einfach auch ich habe sie dazu gebraucht, zu erkennen, was der Hintergrund mit dieser Störung zu tun hat. Und das war das Spannende daran.
Wo liegt die Ursache jetzt, dass plötzlich das Herz wieder ausfliegt? Es sind mehrere, aber jetzt pass auf. Das wird jetzt spannend. Das war dann ab August, glaube ich, gell? Ja, genau. ab August und ab 10. September ging es nach oben. Genau, die Stelle hier. Also das heißt, es gab hier eine Störungsstelle vom Schnitt her. Okay. Hier runter in das Zwergfell. Hier an der Stelle, ich zeige es euch jetzt einfach mal hier, ich hoffe, das Bild ist drauf, ja genau, gibt es einen Nerv. Ich zeige ihn euch jetzt hier am Finger. Also das ist jetzt der Nerv. Wo ist die Kamera da? Das ist der Nerv. Der war vorne getrennt, wahrscheinlich durch die Amputation. Und da kommt es auch dazu, dass die entweder durch die Chemotherapie, ich kann so Sachen aus dem Körper entfernen, wenn sie, Chemo bleibt im Körper drin, der kann nicht verstoffwechselt werden. Das müssen die Leute wissen, das müssen die Leute begreifen. Hat hier an der Stelle, wenn das der Nerv ist, vorne war es getrennt, hat hier Löcher verursacht, sodass der Nerv überall rausgesprüht hat. Und ich war dann wirklich, wie ich das erkannt habe, ich habe den vor mir gehabt, vor dem dritten Auge. Okay. Habe den 2 Tage, 3 Stunden wie ein geisteskranker Jäger immer umgangen, habe geschaut, also was kann ich jetzt damit machen? Das heißt, ich wusste, den kann man nicht in die Heilung bringen und der geht auch nicht in die Selbstheilung. Und da kommt es jetzt rein. Ich, wie schon gesagt, also ich mache ja auch Infomaterialisation und ich konnte dann diesen Nerv dorthin bringen, dass er die Infomaterialisation annimmt und dann ist er plötzlich ruhiger geworden. Okay, also ich habe ja jetzt auch durch andere und weiterlaufende Informationen ist mir die Begrifflichkeit der Materialisierung ist mir bekannt. Ja. Und ich weiß auch, ich sag mal da die Zahlenmystik, die da auch aus der russischen Ecke kommt und ähnliches. Man hört davon, dass Menschen, die es nicht anders wussten, in Afrika gibt es jetzt anscheinend so einen Fall, wo einem Jungen sein Arm nachgewachsen ist, der durch einen Biss von einem Tiger oder Löwe oder irgendeiner Großkatze verloren hat. Und der Junge wusste das bei den Eidechsen, wenn die den Schwanz verlieren, dass der nachwächst. Und der Junge war so davon überzeugt und dann tatsächlich ist ihm sein Arm wieder rausgewachsen. Ja. Und alle haben, oh, das gibt's ja gar nicht. Also was heißt, wir haben noch viele Dinge in uns, mit denen wir vielleicht uns A, nicht anfreunden können oder nicht davon wissen oder B, uns teilweise selbst im Weg stehen, weil wir es selbst nicht glauben wollen, was eigentlich die Natur alles vermag. Und energetisch habe ich auch schon gehört, dass zum Beispiel, wenn Menschen ein Problem haben, physisch, dass man energetisch wieder das Ding formen kann und es im Feinstofflichen dann die Funktion übernimmt, die es vorher als Organ im Grobstofflichen übernommen hat. Also sensationelle Dinge kommen da auf uns zu und du bist ja schon immer so ein bisschen Vorreiter gewesen, zwar manchmal mit vielen Widerständen aus der Bevölkerung und auch aus den Medien und so, aber letztendlich heute, glaube ich, immer mehr Menschen sehen, dass die Dinge, die du tust und auch gesagt hast in der Vergangenheit, dass die absolut der Realität entsprochen haben. Und wenn ich es jetzt nochmal zu dir rübergebe, wie viel dieser Fernbehandlungen gab es jetzt, seit ihr das erste Gespräch hattet? Also jeden Monat eine. Und seitdem ich das erkannt habe, also mit dem Nerv, konnte ich dann eigentlich die Kette aufschlüsseln. Das heißt, dadurch, dass die Information einfach wieder drinnen war in diesem Nerv, also in diesem amputierten Nerv, konnten wir endlich auf die ganzen Geschichten eingreifen, die sozusagen dort aufgestaut waren, weil es konnte nicht mehr weg, es konnte nicht mehr rausfließen, es ging ja nicht mehr in die Information rein, dort, wo es im ursprünglichen Fall einfach rausgeht. Das heißt, wir haben dann, oder ich habe dann angefangen, also du warst ja dann eine Zeit weg, da ging es ja dann so richtig gut, dann war es ja wieder 3-4 Tage schlecht, aber das hat sich dann alleine wieder erholt und das war mir ein Zeichen, ah, jetzt greift das Immunsystem wieder zu, weißt du, geil. Ah, okay. Genau, dann kommt dann so dieser Affe mit den Schellen rein, also, und das ist der Wahnsinn. Also wir waren dann sowas von glücklich, beide, und dann ging es los, dann bin ich richtig rein. Also das heißt, ich habe dann erkannt, Moment, dass ich die Reihenfolge einkriege, das mit den Lymphen war dann die zweite Sitzung. Die erste Sitzung war nochmal zu gucken, diesen Herzfehler, also ich kann ja alles sehr groß machen, da war dann auch ein Herzfehler zwischen den beiden Herzkammern drin, das passiert sehr schnell, dass sich da Flüssigkeit ansammelt. Und dann haben wir das dann auch
diese Funktionsstörung, die du ja dann anscheinend seit 10 Jahren hattest, im Darm, diese Kommunikation Darm-Lymphsystem. Da ist der Darm, hinter dem Darm sind Lymphen und Nerven. Die sind ja miteinander indirekt mit Informationen und Nerven verbunden. Mhm. Da war eben genau auch dieses Problem drinnen, auch dadurch, dass die Lymphen ja die ganze Chemo aufgenommen haben. Lymphen sind ja so, also versteht ihr das? Also die Lymphen da hinten und da ist eine Kammer drin. Und da ist es natürlich leicht verätzt gewesen. Und das kann ich ja riesengroß machen, das ist ja ein Riesenvorteil. Ja, ja. Und wie ich das dann alles erkannt habe, ich war dann eine halbe Nacht wach und dann 2 Tage und wir haben das richtig gemacht. Und dann auf einmal war das mit dem Puls wieder in Ordnung. Es ist faszinierend. Es scheint auch in deiner Betrachtung so zu sein. Wir wissen ja immer, es gibt im Körper nicht eine Ursache für eine Geschichte. Meistens ist das so ein genau zusammenhängendes Spiel. Es kann eine Schwäche im Immunsystem, im Darm sein, was dann darauf reflektiert und dann das passiert. Aber das ist genau das, was eigentlich gemacht werden muss. Ja. Jetzt komme ich nochmal zu dir. Mhm. Als der Bernhard dann in den Sitzungen immer mehr da drauf gekommen ist, wie er erklärt hat, was mit dem Nerv und was da nicht mehr zusammenhängt. Wie hast du das denn gefühlt? Ist es von Behandlung zu Behandlung besser geworden? Hast du die Fortschritte körperlich gespürt? Ja, ich habe das gespürt und zwar 10. September, da hat er mir die Sicherheit gegeben, ich kann jetzt mit dem Auto an die Adria fahren. Also es ging. Und ich habe vorher keine 5 Meter zum Klo laufen können und jetzt so oder die Adria fahren. So ungefähr. Wahnsinn. Und ich habe die ganze Woche war wunderbar, bin dann wieder raufgekommen, aber ich bin dann so nach einer Woche wieder in das Loch gefallen. Genau. Gell? Und das sind dann 5, 6 Tage, wo nichts geht, wo alles so ist. Ja. Ja. Und dann ging es weiter. Und wie gesagt, jetzt zum Schluss hat mein inneres Leuchten, was ich eigentlich immer gehabt habe, angeknipst. Das ist sehr schön. Wenn du jetzt so zurück vor dem Ganzen gehst und du würdest so mal feststellen, okay, damals Lebensqualität 100%, wie würdest du sie heute wieder bezeichnen? Also ich bin jetzt sicher auf 60-70% und ein bisschen wird schon noch gehen. Ein bisschen geht schon immer. Monaco, Franz. Es geht immer, ne? Ja, genau. Also, das heißt, für dich mitten im Leben stehend, geistliches Heilen, war ja wahrscheinlich auch kein Ding, was bei dir so war. Man musste sich erst damit anfreunden mit der ganzen Geschichte. Ich habe mich schon etwas früher damit angefreundet. Ich habe so, wie ich so 40 war, habe ich einen philippinischen Heiler kennengelernt, der tolle Sachen vollbracht hat. Mhm. Und den habe ich so 6, 7 Jahre gekannt. Ich war damals nicht krank, ich war mal in einem Seminar bei ihm und habe eine Heilung von einer Freundin miterlebt, mitfotografiert, phänomenal. Und habe dann auch hab das in dem Stil eben kennengelernt. Deshalb war ich sehr offen. Hattest du da also schon eine Beziehung durch einen Beruf dazu? Mhm. Und durch die Annahme, warst du im Glaubensprinzip oder hast du einfach gesagt, jetzt schaue ich mal, was da passiert? Also ich bin jetzt nicht religiös, aber ich glaube an was. Mhm. Und ich habe gesagt, ich kann nicht untergehen, das wird schon. Das ist wichtig, in dir zu sein und auch deine Kraft zu sehen und die Liebe. War die Gefahr groß in Thema, was der Bernhard vorher sagte, weil er das auch oft erlebt, Depression? Nein, habe ich überhaupt nicht gehabt, überhaupt nicht. Schön. Das ist ein Riesenvorteil. Ja, weil dann, wenn du nicht in diesen Zuständen also auch Angst keine Panikattacken, weder noch. Das habe ich nicht gehabt. Ich habe nur gewusst, wenn es nicht mehr geht, flach hinlegen und dann überstehe ich alles. Mhm. So. Ja. Jetzt warst du ja auch bestimmt zwischenzeitlich mal wieder zu Nachuntersuchungen ist alles in der Klinik oder so. Mhm. Wie sind denn die Aussagen der Mediziner zu deinem Zustand? Was sagen die denn? Also die Mediziner sagen mir, also Krebs ist weg. Da habe ich nichts. Kardiologin hat zu mir gesagt, es ist wesentlich besser geworden. Sie hat davor, die vorherige Aussage, es ist die halbe Lunge weg, es ist einfach zu wenig Lungenmaterial da, sie müssen damit leben. Jetzt hat sie gesehen, dass doch irgendwas geht. Und sie hat, das war gerade jetzt vor ein paar Tagen, und sie hat gesagt, es ist wesentlich besser geworden. Das also ich ist ja das eine schöne auch, ne? Bestätigung. Erstens und ich bin eure steilen Treppen raufgegangen.
Wow. Also nicht mit dem Fahrstuhl hier ins Studio, sondern hat zwei Stockwerke. Habt ihr einen Fahrstuhl? Auf der Rückseite, ja. Das weiß ich. Er hat mich darauf geschleppt. So ist es nicht, aber ich bin selber gegangen. Super. Nee, aber ist ja dann auch wieder eine Bestätigung. Ich meine, zwei Stockwerke Treppe steigen und wie gesagt, die sind nicht easy. Die sind ein bisschen steil, ja. Ja. Das sind nicht Rentner-Tor. Genau, deswegen hier oben ins Studio kommen nur vierte Leute. Genau. Deswegen haben wir das so gemacht. Und da sehe ich ja dran, dass es funktioniert, deine Erfahrung und was für mich halt verblüffend war. Und das, liebe Zuschauer, habe ich auch erst heute vor dem Beginn der Sendung erfahren, dass die beiden sich zum ersten Mal gesehen haben. Das war für mich, ich habe natürlich schon viel gehört, auch Ihnen berichtet über das Thema Fernheilung. Aber heute ist es ganz toll, dass wir mal jemanden haben, der das einfach sagen kann, bestätigen kann. Ich war am Anfang nicht dort, sondern ich habe ihn angerufen, habe gefühlt, dass das funktioniert. Und wir haben somit auch den Beweis, dass es funktioniert. Und das ist eine schöne Geschichte vom Ergebnis her. Wie geht es jetzt weiter, Bernhard? Was denkst du, wie lange musst du noch daran arbeiten? Wird am Schluss das ein Zustand sein, der wieder ähnlich ist wie vor der OP? Also wo wir jetzt mittlerweile dran sind, also nachdem wir ja diesen Mechanismus Lungenaufbau und wieder zusammenfallen, den habe ich jetzt erkannt, es liegt tatsächlich jetzt an dieser Stelle, genau, die immer noch da ist, aber die hat sich mittlerweile so beruhigt, dass sie von dieser Spitze, die wir vorhatten, mittlerweile selbst im aggressiven Zustand nur noch so da ist. Und wenn wir gut sind und wenn der Körper darauf reagiert mit seinem System, können wir da vielleicht eine funktionelle Lunge reinbauen. Energetisch? Energetisch erst natürlich. Wir haben in der letzten Sendung schon drüber geredet. Mhm. Und da werden wir sehen, was passiert. Die Information geht rein und sie geht auch schneller rein. Sie ist sogar jetzt drinnen. Aber solange diese Störung hier drinnen ist, auf diese Weise, schauen wir mal, wie weit das wir noch arbeiten müssen. Vielleicht brauche ich wieder mal so verrückte Tage, wo ich um diese Stelle rumhüpfe. Aber das sehen wir dann. Er hat bald Urlaub, ja, dann kann genau. Er das mit mir machen. Dann kann ich das machen, genau. Und dann schauen wir mal, was passiert. Aber da werden wir noch dran arbeiten und gucken, dass wir diese Funktionen hinkriegen. Wo wir eben noch schauen müssen, dass wir die Chemo aus den Lymphen kriegen. Weil da kommen immer diese Störungen hoch, dass ja diese Hände so zittern. Das habe ich heute deutlich erkannt. Und da habe ich heute wieder was gemacht. Also wenn ich es erkenne, kann ich es machen und dann geht es besser. Aber solange es da ist, muss ich dran arbeiten. Muss das dran ist gearbeitet ganz faktisch, werden, ja. Das ist Fakt. Jetzt waren ja bei ihr auch diese Thematiken mit Darmstörungen, mit Herz und so weiter, was alles mit eingewirkt hat. Konnte das mittlerweile so weit in den Griff kommen, dass es, wie ist mit deinem Darm? Hast du da noch irgendein Problem? Also ich habe kein großes Problem. Er sagt, er ist gereinigt. Quer durch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, er hat mich angerufen und hat gesagt, du, heute Nacht mache ich das. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, morgen muss ich einigermaßen fit sein. Und das war's. Und dann war halb 10 Uhr abends und ich bin fast umgefallen. Somit war ich in der Sekunde. Ja. Dann habe ich alles das auch so gelassen, wie es war, ja, und habe mich ins Bett gelegt, habe wunderbar geschlafen bis um 2 Uhr und dann war ich wach und fit. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, du, ich habe um 9:30 angefangen damit. Ja. Aber sonst ist nicht viel passiert. Also der Darm ist relativ normal im Moment. Aber gut. Ja, dann ist das Ergebnis richtig. Mhm. Aber diese Müdigkeit, die war extrem. Ja. Die war so von einer Sekunde auf die andere. Ja. Und da sage ich nur was dazu, das ist wichtig. Wir hatten dann genau in der Zeit eine ganz kurze, ganz massive Autoimmunstörung, wo sich die Chemo aus den Lymphen gelöst hat. Okay. Und das war wirklich ein paar Minuten, 5 Minuten ungefähr, das war gerade zeitgleich, wo sie da in diesem Leistungsabfall ist. Und ich kann das ja aus dem Körper bringen, das bleibt ja nicht im Körper drin und lagert sich woanders ab, sondern das ist ja dieses Entmaterialisieren, was ich immer wieder sage. Mhm. Genau. Und ja. Also das heißt, du wirst noch einige Fernbehandlungen machen, bis der Zustand so ist, dass du sagen kannst, und der Bernhard, jawohl, ja, jetzt läuft alles wieder so, wie es jetzt halt nach der OP noch laufen kann. Mhm.
Vielleicht sollte man in ein paar Monaten nochmal so ein Kurzinterview, können wir auch via Internettelefonie machen. Würde ich gerne nochmal mit dir sprechen, um zu hören, wie ist es jetzt weitergegangen, wie fühlst du dich, ist das ganze Thema durch? Weil das ist natürlich für die Zuschauer eine ganz große Bestätigung, wenn sie dann sehen am Beispiel, wie es gelaufen ist. Ich sag mal ungefähr ein halbes Jahr. Genau. 6-7 Monate. Ja. Noch zum Schluss, wir sind gleich durch mit der Sendezeit. Wenn die Zuschauer deine Hilfe haben wollen, was müssen sie tun? Wie lang ist Voranmeldezeit und wie läuft's ab? Also Voranmeldezeit grundsätzlich immer 2 Monate ungefähr, das ist so. Ich bin auch viel unterwegs, ich bin in der Schweiz unterwegs, ich habe glücklicherweise auch Zugänge zu mir befreundeten Heilpraktikern in Deutschland, da bin ich unterwegs. Die Menschen müssen aber auch verstehen, dass ich bloß, ich sage jetzt mal, relativ begrenzt Leute annehmen kann. Deswegen auch, weil ich natürlich auch bloß begrenzt leistungsfähig bin. Ich bin keine Maschine. Na Gott sei Dank. Ja, das ist so. Und ich möchte natürlich mir Zeit nehmen für die Menschen. Und wir müssen einfach damit rechnen, dass gerade bei Menschen in Lebenssituationen wie jetzt der deine, dass wir da länger brauchen. Es ist so, manchmal geht es auch schneller, manchmal bin ich dann so überrascht und sage mir, boah, was ist denn jetzt passiert? Aber es ist einfach so. Und genauso habe ich Leute, die kommen halt wegen Kleinigkeiten rein und trotzdem immer 5-6 Sitzungen dran, weil die Zusammenhänge einfach so meistens sind. Ist ja eine Kleinigkeit, die der Auslöser ist. Genau. Und wenn man dann dahinter guckt. Sind dann irgendwo da drinnen und, und dann muss ich einfach ran und das ist auch gut, aber zumindest haben wir da eine Vergewissheit, dass es dann auch wirklich raus ist. Also so schnell wie möglich Kontakt aufnehmen, wenn man denkt, du kannst das Problem lösen. Man muss damit rechnen, dass es 2 Monate dauert, bis man an der Reihe ist. Aber auch dann gibt es Lösungen und Folgen. Du machst Sitzungen entweder über Ferne oder wenn es sein muss auch persönlich. Genau, vor Ort. Du hast auch verschiedene Orte, wo du bei Heilpraktikern in den Praxen mitarbeitest. Genau. Dort kann man sich treffen. Also das heißt, auf jeden Fall Kontakt aufnehmen, die Situation besprechen, ist ganz wichtig. Richtig. Mir bleibt bloß noch zu sagen, Dankeschön, Gerda, dass du in der Sendung warst. War schön auch für die Zuschauer, dass sie mal sehen können, was geht. Und dir natürlich ganz großen Dank, Bernhard, für deine Arbeit und dein Wirken. Liebe Zuschauer, so kann es funktionieren, wenn man die Dinge richtig kombiniert, wenn man versteht, dass die Welt nicht nur aus dem Außen und den 3D-Dingen besteht, sondern dass wir im feinstofflichen Bereich vieles tun können. Fangen Sie an, mit Ihrem Herzen dahin zu gehen, das zu verstehen, dann wird Ihre Welt sich um einen großen Part erweitern. Ich wünsche Ihnen viel Glück und natürlich viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.